Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will zunächst sagen, wir haben in Europadebatten von der FDP schon schlechtere Anträge gesehen. Und deswegen will ich auch sagen, in vielen Punkten, die hier in dem Plädoyer enthalten waren, können wir insbesondere in der Zielstellung zustimmen. Es ist richtig und es sollte unser gemeinsames Anliegen sein, gerade auch vor der Europawahl, die Integrität von Wahlen zu schützen. Es sollte unser gemeinsames Ansinnen sein, die Institutionen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten zu schützen. Und es ist richtig, auch in den Zielen, die Sie vorschlagen, in dem Antrag zu sagen, die politischen Stiftungen zu fordern und zu fördern in ihrer Arbeit im Ausland und insbesondere auch klar zu sagen, sich zu bekennen gegen Fake News und gegen Desinformationskampagnen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist richtig, vorauszuschicken, dass das uns ein gemeinsames Anliegen sein kann. Und, liebe Kollegen, ich will ausdrücklich auch sagen, ich kann den Ausführungen des Kollegen Kuhle zum Thema Russland und zu den Gefahren, die von Russland auch für unsere staatlichen Institutionen ausgehen, zustimmen. Denn auch für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist es ein Skandal, wenn sich die Medienberichterstattung über das Verhältnis des AfD-Abgeordneten Frohnmeier zu Russland bewahrheiten. Dem müssen wir entgegentreten. Und wenn Sie es ernst meinen würden von der AfD, dann würden Sie sich an die Spitze der Aufklärung dieser Vorwürfe stellen. Und ich will ausdrücklich sagen, wir sind uns also einig in dem, was die Zielstellung angeht. Nur, das gehört dann auch zur Wahrheit, hat die FDP heute hier vieles gesagt, was in der Zielstellung richtig ist, aber gleichzeitig dann doch zuallererst dieses Thema aufgesetzt, um, das kann ich ja zu verstehen, um ein kleines glühendes Plädoyer vor der Europawahl noch abzusetzen. Das ist in Ordnung. Aber mit den Lösungen, lieber Herr Kollege Kuhle, war es dann doch eher ein bisschen magerer. Denn hier finde ich, ist schon eine kritische Auseinandersetzung ein Stück weit notwendig. Und da will ich den Blick insbesondere auf den Vorschlag der FDP werfen, eine Agentur, eine europäische Agentur für Demokratie einzuführen, wie sie Emmanuel Macron vorgeschlagen hat. Ja, vor Verzückung, die Grünen und FDP sind ja schon ganz begeistert. Emmanuel Macron, was für ein toller Typ, ja? Genau, ihr freut euch schon. Ihr könnt zusammen mit Macron Hand in Hand. Ich kann das verstehen, dass die FDP begeistert ist über Macron. Der guckt am Tag bestimmt genauso oft in den Spiegel wie Christian Lindner. Also, das ist auch ein Typ, wo man sagt, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hebner. Ja, wessen, von dem? Ja, Herr Hebner, gerne. Sie gucken, ja. Oh, herzlich willkommen. Herr Amtsvorsitzender, vielen Dank für die Erlaubnis der Zwischenfrage. Sie haben gerade das Verhältnis zu Herrn Putin angesprochen. Ja. Haben Sie eigentlich sich da mal mit Ihrem Koalitionspartner unterhalten, deren früherer Bundeskanzler namens Schröder von Herrn Putin in dem Falle in eine große, ich nenne mal es Gazprom, die Firma, in die mit eingestellt worden ist? Herr Putin hat ihn auch in dem Falle wirklich hofiert. Haben Sie da mal mit Ihrem Koalitionspartner gesprochen, welche Geheimnisse oder welche eventuellen vertrauliche Informationen dort geflossen sind, was vorher an Vorbereitung gewesen ist, was dort in dem Falle vorher passierte? Und im Übrigen, haben Sie sich auch mal mit dem Falle Situation, anderes Thema, in Frankreich auseinandergesetzt, den bürgerlichen Protesten, die dort seit über 20 Wochen passieren, die dort in dem Falle in über 30 Städten in dem Lande in dem Falle erfolgen und jetzt in dem Falle auch ja, massive Verletzungen zur Folge hatten? Wissen Sie eigentlich, was da an Verletzungen momentan passierte? Jetzt über 2000 Schwerverletzte mit ausgeschossenen Augen, abgeschossenen Füßen, in Händen. Und wissen Sie auch, dass da ca. 15 Tote schon da sind? Ist Ihnen das eigentlich bewusst, was in diesem Europa momentan passiert? Und dann fangen Sie hier an zu scherzen und fangen über einen Herrn Macron, der dafür in dem Falle verantwortlich zeichnet, an, hier Witze zu reißen. Ist Ihnen eigentlich die Situation bewusst, die hier tatsächlich da ist? Herzlichen Dank. Die Frage ist verstanden, Herr Kollege Amthor.
Ja, Herr Hebner, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns jetzt auch für diese Debatte noch praktischen Anschauungsstoff gegeben haben, wie nämlich Desinformation und Ablenken funktioniert. Denn das ist das, was der Kerninhalt der AfD ist. Anstatt hier auch nur mal ein Wort darüber zu verlieren, dass Sie den Vorwürfen gegenüber Herrn Frohnmeier vielleicht nachgehen, lenken Sie hier ab und verweisen dann auf irgendwelche Fälle bei Gerhard Schröder und sonst was. Ich will Ihnen eines sagen. Es wäre ein Skandal, wenn Gerhard Schröder das, was er jetzt machte, als Abgeordneter des Deutschen Bundestages machen würde. Denn das ist das, was Sie hier praktizieren. Und ich will Ihnen noch eins sagen zur Methode der AfD. Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. So argumentieren Sie hier jedes Mal. Die CDU hatte vor ein paar Jahren eine Spendenaffäre, jetzt sind wir auch mal dran. Der Schröder hat tolle Kontakte nach Russland und kriegt Geld dafür. Jetzt können wir auch mal was bekommen. Das ist Ihr Modus. Und ich kann nur sagen, so funktioniert das nicht. Danke für Ihr praktisches Beispiel, wie Vereinfachungen und Ablenkungen von rechts und links funktionieren. Mit uns ist das nicht zu machen. Sondern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte den Blick dann auch auf das praktische Thema werfen, das ich gerade noch aufgeworfen habe, nämlich in der sachlichen Auseinandersetzung zu der Frage, brauchen wir das, was Herr Macron vorschlägt, eine europäische Agentur zum Schutz der Demokratie? Brauchen wir so etwas? Das klingt ja großartig und toll, aber bisher habe ich von der FDP eigentlich einen klügeren Ansatz gekannt, weil bisher sagt die FDP sonst immer, bevor man neue Behörden schafft, sollte man mal darüber nachdenken, ob die auch einen Mehrwert bringen. Hier wird zuallererst eine neue Behörde gefordert und der Mehrwert, der ist dort nicht allerdings zu sehen. Und deswegen müssen wir auch ganz ehrlich sagen, hinterfragen Sie mal, ob Ihr Freund Emmanuel Macron wirklich auch immer für unsere gemeinsamen europäischen Interessen und für unser deutsches Interesse steht. Das kann man an einem praktischen Beispiel sehen. Wenn es nämlich um die Frage geht, ob es für die Europäische Union einen gemeinsamen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geben soll, dann ist das sicherlich ein vernünftiger Vorschlag. Aber das ist ein Vorschlag, der nicht zuallererst im Interesse Frankreichs liegt. Und deswegen lehnt Ihr Kumpel Emmanuel Macron das auch ab. Und deswegen seien Sie vorsichtig, wer Ihre Freunde sind. Und Emmanuel Macrons Meinungen zu übernehmen, steht nicht immer auch für das, was in unserem deutschen Interesse liegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn es dann um den europäischen Mehrwert geht, muss ich auch sagen, was soll diese Agentur zum Schutz der Demokratie denn tun? Sie soll unsere Cybersicherheit erhöhen. Sie soll vor Hacking schützen. Sie soll vor Desinformationskampagnen schützen. Und ich sage im Namen unserer Fraktion, genau dafür haben wir starke und gute Sicherheitsbehörden. Genau dafür haben wir funktionierende Polizeibehörden. Genau dafür haben wir einen Verfassungsschutz. Und so leidenschaftlich, wie Sie hier dafür werben, eine neue Agentur zu schaffen, genauso leidenschaftlich würde ich es mir wünschen, wenn Sie so auch mal kämpfen würden für unsere Sicherheitsbehörden. Aber die bekommen von Ihnen immer nur Misstrauen. Und das ist nicht unser Ansatz. Und deswegen geht es darum, dass wir den Verfassungsschutz zuallererst auf der Ebene der Mitgliedstaaten realisieren wollen. Und deswegen müssen wir dafür unsere Sicherheitsbehörden stärken. Und die brauchen nicht ihr Misstrauen, so wie man es im Antrag auch sieht, wie sie mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik umgehen, so tun, als stünde das unter der Kontrolle und politischen Leitung des Innenministeriums. Und es ist eben kein Interessenkonflikt, wie Sie hereinrufen. Das ergibt sich schon aus dem gesetzlichen Auftrag des BSI. Dort geht es darum, Schwachstellen gezielt auszumerzen. Und genau das macht das BSI. Auch. Und ich weise hier dieses Misstrauen gegenüber unseren Sicherheitsbehörden zurück. Und das ist nicht der richtige Weg. Stattdessen geht es darum, wo können wir einen europäischen Mehrwert schaffen? Ich sehe, wenn es um den Eigenschutz der Institutionen der Europäischen Union geht, dass wir dann auch über Verfahren nachdenken können. Aber das geht eben Hand in Hand. Und auch wenn jetzt bald Europawahl ist, ist heute nicht der richtige Tag, um auf dem Rücken der nationalen Sicherheitsbehörden hier für mehr Behörden in Europa zu werben. Da hätte ich von der FDP Besseres erwartet, will zum Schluss unversöhnlich aber sagen.
Wie gesagt, es gibt viele vernünftige Ansatzpunkte, die wir auch teilen. Darüber können wir sachlich reden. Und immerhin, man hat sich bemüht, dem Anspruch der Service-Opposition gerecht zu werden. Da ist noch Luft nach oben, aber immerhin Stoff für gute Diskussionen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Amthor. Ich gebe Ihnen bekannt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung.